Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Heute sind wieder die nächsten Halloween-Skins zurück. Also jetzt kommt es anscheinend wirklich täglich wieder Skins rein, die erst letztes Halloween zuletzt drin waren. Heute haben wir die Kürbis-Skins, also einmal den Hohlkopf, der ziemlich cool aussieht, wie ich finde, hier mit den leuchtenden Augen, einem Kürbiskopf hinten, auch noch so einem Umhang, sieht ziemlich cool aus. Das Skin gefällt mir auf jeden Fall. Dazu gibt es die Schnitzer Spitzhacke. Sieht so ein bisschen aus wie die von Renegade Raider. Die Spitzhacke. Ja, von der Form her. Ist auf jeden Fall ganz nice. Hat einen nicen Sound. Dann gibt es auch noch den Kürbis-Agenten. Mag ich nicht ganz so gern. Ich finde, für einen epischen Skin ist da definitiv zu wenig. Hat nicht mal ein Backpack. Dementsprechend finde ich es irgendwie ein bisschen zu wenig. Da hätte ich definitiv eher den Hohlkopf hier genommen. Dann haben wir den Moxie-Skin wieder zurück. Hier aus dem, hier mit dem Boxer-Backpack hier. Und der Skin hat zwei Ziele: einmal rot, schwarz und einmal in blau. Sieht ganz nice aus, der Skin. Dazu gibt es auch noch die schlagfertige Axt. Schade eigentlich, dass sich hier beim Schlagen nicht der Boxhandschuh aus dem zurückbewegt. Ich meine, eben gerade, als man den ja hier an, also wenn man den rausnimmt, glaube ich, ist das hier so eine Animation? Frage ich mich, warum die nicht beim Schlagen ist. Ja, ansonsten ist die Spitzhacke aber trotzdem ganz nice. Dann gibt es auch noch die Abkühlung-Lackierung. Sieht ganz nice aus für eine grüne Lackierung. Auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann gibt es noch den Mod Mando-Skin. Eine Motte sieht jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so cool aus. Kann man sich aber auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es noch die Spektralhacke, die eigentlich auch ziemlich cool aussieht. Hier mit den verschiedenen Farben hier, dem grünen, pinken, so ein bisschen und dem Glitzern, sieht ganz cool aus. Dann gibt es noch Rage Quit, kompletter Rage Quit eben halt, ist auf jeden Fall ganz nice. Dann Dynamo als Skin ist, den benutzen ziemlich viele gute Spieler, also zum Beispiel Mytro hatte ihn ja ziemlich viel benutzt. Generell wird er, glaube ich, immer noch relativ viel gespielt, aber besonders als er rauskam, hat ihn so gefühlt jeder einfach gespielt. Sieht auch ganz nice aus, muss man ganz einfach sagen. Kann man auf jeden Fall auch kaufen. Und dann gibt es verdienter Sieg, das Gegenteil zu dem Loser Dance. Zeigt einfach ein Weh. Musik ist auf jeden Fall ganz nice, kann man sich auch kaufen. Und als letztes gibt es noch Zusammenreißer. Ist jetzt nichts allzu Besonderes. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.